Ich glaube, da muss man dranbleiben. Kann ich mich vielleicht mal zu der anderen Stelle porten? Ich glaube, ich kenne Abkürzung. Denn theoretisch müsste das so klappen. Ich glaube sogar, das ist der andere Weg. Ich hoffe nur, dass die Tür aufgeht. Sonst bin ich natürlich ein bisschen am Arsch. Und zwar, ich glaube, das ist der Turm genau da drüben. Die Frage ist nur, komme ich hier hoch? Bitte lass die öffnen. Theoretisch. Oh, sehr gut. Okay, haben wir schon was freigeschaltet. Also die hatten wir doch, wie gesagt, gehabt. Und die hätte ich wahrscheinlich auch zur Hilfe rufen können. Bei den... yes. I have not thanked you for humoring me the other day. Mhm. This is for you. Oh, ich krieg was, ich krieg was. Schön blöd. Of course, I have no idea what it is. Our land of Mirror is surrounded by enemies and constantly at war. There is only one way up in Mirror. Join the Order and prove yourself in battle. Welchen Orden? My family had little fortune and no name. I had to carve out a piece of the world for myself. With two things, my sword and my loyalty to my lord. I was raised to wield a sword from birth. Life was hard, but I never gave it a second thought. I had swift success on the battlefield and quickly attained respectable stature. And then I came here to... Umbas. Have you heard of the undead? These poor souls affected by the curse. An undead gradually loses his humanity until ja, he is degraded completely. Finally, he turns hollow and preys upon others. And a hollow can never be human again. One can skirt this wicked fate only with the help of the souls found here. Assuming, of course, that the legends are true, I can only hope that they are. Oh, die hat die Maske abgenommen. Guck mal. Das schwarze I'm sorry, etwas. To burden you with talk of my fate. I suppose I've grown weary these days. I'm sorry. I suppose. Okay, die nette Dame. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, muss ich zugeben, dass wie bei den Bosskämpfen, die beschwören müssen, damit es geschichtlich mit denen weitergeht. Aber scheinbar nicht. Sie ist ja trotzdem gut. Uralter Schlüssel. Okay, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wir haben den Schlüssel gefunden. Die Frage ist natürlich, wohin führt er? Ich meine, das könnte der Schlüssel sein für die unteren Zellen, die dort waren. Das heißt, wir müssen jetzt rückwärts gehen und alles erledigen. Oh. Sehr gut. Tschüss. Übersehen, muss ich zugeben. Was gibt's denn da Schönes so? Ein schöner Ausblick zumindest. Große Titanitscherbe. Oh ja, das hat sich echt gelohnt. Das ist alles so gefängnismäßig. Obwohl die Rosette natürlich richtig hübsch ist. So, das Problem ist nur, wird er mich jetzt sehen, wenn ich es mache? Nicht. Dort drüben?
rüber. Okay, mich auch, okay. Ich kann schon von der anderen Seite kommen, ich könnte auch hier weitergehen. Das wäre ein Alternativweg. Wir gehen aber bitte erstmal runter, einfach weil ich wissen möchte, ob der Schlüssel für einen von den unteren Türen ist. Richtung überhaupt nicht gucken. Oh, was mache ich denn gerade? Die sind alle nur darauf interessiert, von die Gegenseite zu checken. Okay, dafür so nicht. Verdammt, unten den Gebäude, da müssen wir jetzt alle Feinde wieder besiegen. Irgendjemand schlägt die ganze Zeit. Das immer anzuvisieren, aber irgendwie, wenn du es noch nicht aktiv hast in dem Moment, dann springt er irgendwo anders hin und guckt eine komplett andere Richtung. Ich bin jetzt doch vor uns gerade gestorben. Warum hat denn der jetzt gerade kein Leben abgezogen? Also, finde ich gut, aber warum? So, wie kriegen wir die jetzt alle runter? Die ganzen Hunde sind schon mal weg, das ist gut. Was? Seht ihr das dort hinten gerade? Was macht denn der hier? Das ist der Verfolger. Kann er bitte wieder weggehen? Den brauche ich nicht, ja. Weil ist er genauso stark wie beim Bosskampf? Das ist genauso wie bei dem Plateau. Kommt einmal, wenn du abhaust, ist er halt weg. Waren nicht drei unten gewesen? Mal so als berechtigte Frau. So, der eine Typ dort drüben. Ich freue mich, wenn die noch näher kommen, ob die mich einfach sofort töten. Kann ich die Tür jetzt öffnen? Okay. Noch mehr Hunde? Das muss ich eigentlich ausnutzen. Verdammt, mach ich das nicht. Ich war so aneinander stehen. Sehr auf meinen Innenhof. Das kann nichts Gutes heißen. Ah, Schuss, hab's doch gehört. Die halten das schon mehr aus. Okay.
Okay. Okay, ist eine Stelle, da komme ich von dem anderen Leuchtfeuer schneller hin, vom Gefühl. Ist mir so ein Ding, wo ich drauf schlagen kann. Vorsicht vor Falle, aber hurra für Rüstung. Okay, dann mache ich bitte erstmal den Innenhof. Ist schon weiter fertig. Ich will irgendwas Spannendes machen. Gucken wir mal weiter. Okay, könnte man noch runterspringen. Man kann aber hier leider hochgehen, okay. Ich weiß nicht genau, was die alles können, von daher. Okay, die Explosion. Die macht schon Schaden. Da drin ist Wanderer. Moment, Wanderer, ist das genau das, was ich habe? Jäger? Nee, Wanderer ist das. Nö. Ja. Hübsch, aber ich stehe auf meinen Gegenstandsfindelei. Ach so, meine meine Ringe sind aber sonst alle gut. Finden zwar TP-Abzug, Lebensregen, Wiederherstellung. Genau. Sollten wir erstmal vielleicht die Leiter nutzen, einfach zu wissen, was hier drin so ist? Ich bin mal erstmal für äußere Leitern. Irgendwelchen Gefahren vielleicht. Ja, einer, zwei. Ist noch irgendwo einer? Zerstören wird benötigt. Fässer. Springt er runter? Kann er sowas? Ich nehme an, die Wand geht kaputt. Okay. Kriegen wir es irgendwie noch hin? Boah, sind das viele Wege gerade irgendwie. Also Nummer 1, kriegen wir die Tür jetzt auf? Seele, grüne Blüte. Ich sehe dort unten gar nichts. Das ist ein großer Raum, ich sehe jetzt mit Ruhen. Unsere erste Mimik? Vielleicht. Zerstören wird benötigt. Ich habe doch Feuerpfeile, Moment. Interesse, aber ich weiß nicht, wie groß die Reichweite ist dessen. Wie kann ich Pfeile umschalten? Oh. Dann tue ich mal die normalen Pfeile rausnehmen und die Feuerpfeile rein. Entfernen. Achso, das gilt jetzt für. So, jetzt muss es aber gehen. Sehr gut. Krass, wie hoch die Explosionsreichweite ist. Hätte mich eigentlich mal erwischen müssen. Erztragengewand und Schild. Okay. Oh, ich finde mal. Leute, ich bin hier gerade total verfuttert. Erztragen.
Erztragengewand. Gewand des Erztragensekte aus Lindeheld. Man weiß nicht viel über die Erztragensekte und ihre uralten Rituale. Wer sich ihnen neugierig nähert, der verschwindet schlicht. Die Erztragensekte hütet die Historien von Lindeheld, so etwa auch die einzigen Dokumente seiner Gründung. Dieses Werk wird aus gutem Grund vor allen Augen verborgen. Und das Schild, also. Ein Schild. Hier. Sieht hübsch aus. Schild der Erztragensekte. Alles funktionell. Die Geheimnisse der Lindeheld-Rituale werden von der Erztragensekte bewacht. Nur ganz wenige haben je Einblick in ihr Wissen erhalten. Ein Wissen, das auch der wahren Ursprung der Erztragensekte umfasst. Gut, wir bleiben aber bei unserem schönen Schild. Interessant, dass das so gut geklappt hat. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wo geht's denn hier weiter? Vorsicht vor Feind oberhalb. Okay. Da oben ist einer. Noch irgendwo. Über mir sind die. Ah, okay. Brauche ich mir so einen Pfarrersstein. Eigentlich eine Riesenstatue, kann ich die nicht einfach abschießen? So, bei so vielen Truhen wird bestimmt irgendeiner dabei sein, die doch mal jetzt in den Mix. Kann man starten. Irgendwie ist das, wirkt das seltsam, dass hier so viel rumsteht. Die Statue ist aber auch menschlicher. Vorsicht vor Truhe, Schwäche springen. Was? Nein, gut. Parierdeutsch. Schatz. Zwillingsklinge. Ah, die erste von denen. Und wir haben den Knochenstab. Na gut, aber wir gehen wieder zu unserem schönen Schwert. Okay, da geht's noch einmal rüber. Ich weiß nicht, immer tot bin, ich werde es wiederfinden. Birkenkraut, okay, dann gehen wir mal ganz schnell hier hoch die Leiter, einfach zu wissen, was da noch so ist. Heimfahrt voraus. Lügner voraus. Könnten wir mal irgendeine Abkürzung freischalten? Kommen wir wieder. Ach, dahin. Okay, dann sind wir wieder hier, genau wo die dicken Typen waren. Gut. Moment, das ist aber zur Zeit eigentlich.
haben wir jeden Gang genutzt. Das heißt, wirklich ist jetzt die Stelle hier dran. Können wir hier reingehen? Ist das ein Aufzug? Ja. Okay. Wer auch immer aufmacht und uns hier rauslässt. Hurra für Sprint. Das giftige Gewürz. Ah, das klingt doch nach den Typen. Die so explodieren. Boah, der Weg. Also ich bin unten die eine Tür im Innenhof. Also nach dem extra Ding, wo diese Gefangenen sind. Den ganzen Weg gefolgt. Aber das ist die einzige... Dort die einzige Richtung gewesen. Ansonsten gibt es oben bei dem anderen Leuchtturm eigentlich nur zwei Pfade. Ich glaube, die sind sogar ganz gut. So, da ist einer. Ich weiß nicht, ob noch mehr da sind. Nehmen wir uns den einen erstmal vor. So, wo ist noch einer? Da drüben ist einer. Unter uns können welche sein. Nehmen wir den da drüben. Da drin ist noch einer. Ist hier auch noch einer drin. Seht doch richtig diese komischen. Ist ja drin sind, ey, das muss ich mir überlegen. Fangen so hier. Und dort vorne ist irgendwie. Ziehen wir es zumindest mal auf. Da ist schon ein Durchgang. Oh ne. Ich weiß doch nicht, wie weit weg ich bin. Ich hasse sowas. Der im Schwert, wenn der mich immer trifft, dann bin ich tot. Was? Ach, ich hab nichts mehr drin, scheiße. Nein, doch ein Schlag! Oh, ja! Fixer! So, Problem ist jetzt, ich hab keine